Remastered ist zurück und jetzt... Willkommen zurück bei Philipp gewinnt. Jetzt habe ich den Undertaker genommen. Oh, okay. Ich gehe jetzt nur komplett nach Lux. Okay. HHH sieht schon mal sehr nice aus, muss ich sagen. Ich gehe mal davon aus, dass der Undertaker auch was kann. Nur in den richtigen Händen, Jan. Das nur stimmt, in den ja. richtigen das Händen. Das stimmt, ja. Was würde wohl Billy Gunn dazu sagen? Fragen wir ihn mal. So, Nein, nicht Last Man Standing. Machen wir wieder ein Hardcore-Match? Ja. Also Leute, jetzt geht's Hardcore los hier. Ich hab schon richtig Bock. Nein, einmal werde ich noch versuchen, jetzt mit einem Charakter, der vielleicht was kann, und dann gucken wir mal weiter. Hast du Moves von ihm nachgeguckt, oder? Ja, sicher habe ich alle Moves jetzt auswendig gelernt. Boom! Head on! That took the wind out of his sails! They hook up! Oh, wie kannst du denn das kontern? Auch mit Blocken vielleicht, oder was machst du? Ja. The Lord of Darkness is electric! Ich glaube, wir sind in der Luft gegeneinander geprallt übrigens. Ja, ich bin an dir vorbeigesprungen, aber es hat trotzdem geklappt. Ob das auch die richtigen Wrestler waren, die ihre ihre Schmerzensschreie machen mussten? Der Soundbooth stehen mussten? Du wurdest jetzt in die Eier getreten. PA Billy Gunn in trouble now. Come on, wake up. Billy Gunn, alter Schwede. Hey, wie? Fucking horns. Pretty smart move by Billy Gunn. Ey, ohne Scheiße, das Spiel kommt mir vor wie so ein unendlicher Aneinanderreihung von irgendwelchen Kacksituationen, wo man irgendwelche Kombos eigentlich drücken müsste. Oh. Ja, wer es bis jetzt immer noch nicht erwarten konnte, was als nächstes passiert und wirklich vier oder fünf Folgen lang hier uns beim Wrestling zuguckt, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Oh, das Stoppschild ist gleich weg. Nein, ich wollte dich damit eigentlich... Ach verdammt, da wollte ich zu viel. Ist das eine Scheiße? Oh ja, Bitch, warum? Ich dachte, dass wir das geklappt, das geschafft haben. Nein, wieder. Ich benutze immer den scheiß Analogstick. Ich auch. Ja, die haben beide einfach zu viel Hälfte auch, ne? Ja, komm schon her, du Fotze! Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist das so Steinschere-Schere. Steinpapier-Schere. Steinschere-Schere. Da kommt es darauf an, welche Taste man drückt. Und B kontert das und A und Y kontert das, weiß ich. So irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, komm schon. Billy Gunn, just like my pops, the heart of a champion. Die Sache ist halt einfach, es gab ein N64-Spiel auch, das so verdammt gut war. Das hat echt richtig Bock gemacht damals. Und da konnte man halt auch richtig einfach viele Moves machen. Leider schade, dass das auf dem Dreamcast leider nicht funktioniert. Ne? Einfach Move machen war hier auf jeden Fall nicht die Devise. Nee. Jawohl! Stop! Oh, einen Mülleimer, den brauche ich. Oder ein Vogelkäfig, man weiß es nicht. Oder ein riesiger Imbusschlüssel. Dass ich auch nicht werfen kann, ne? Stop! Stop!
Vorhin, guck mal, wie der Fernseher da einfach reingeglitten ist. Au! Nächster, mein Freund. Oh. Ja, ich glaube, diesen Gewinn hast du dir auch verdient. Ja. Ich hasse Leute wie dich, weißt du? Ich hasse wirklich. Wieso? Das Spiel ist noch nicht vorbei. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Ist das aufregend? Und wir machen auch keinen einzigen Move. Wir machen nur. Ich weiß ja nicht wie. Ja, ich weiß doch nicht die wie. Die Kombos. Ja, wie denn? Ja, ich weiß es nicht. Ministry? Oh, komm schon! Bam. So, jetzt aber. Billy Gunn, traurig. Du musst von der Seite kommen. Ah, okay. Ja, egal, ich werde dich erst vollkommen hinrichten. Ich bin Billy Gunn! Nimm das! Da wollte ich ausweichen. Nimm das und das und das. Oh ja, von hinten. Oh ja, komm her. Oh, bitch. Du magst meinen schützigen Körper, wa? Was hier? Komm, das muss es doch sein. Komm, Mr. Ass steht da auf meiner Hose. Hab ich jetzt erst gesehen. Nee. Hä? Crowd. Crowd. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir das Spiel und ich gehe ungeschlagen in die Geschichtsbücher ein. Genau, der WWF erklärt mich gar nicht, das Spiel echt empfehlen. Es macht toll, es spritzt immer dann ab, wenn Jan gewinnt. Crowd. Crowd. Ja, mehr fällt mir. Das wurde eine kurze Folge zum Abschluss. Phil gewinnt! Hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, einigen wir uns hier auf ein Unentschieden. Insgesamt kann man aber schon sagen, dass ich gewonnen habe. Mein Blick ist gerade sehr leer. Ich bin innerlich gerade gestorben. Das fällt mir gerade schwer zu verarbeiten. Aber es gehört uns dazu, ne? Man kann nicht immer nur gewinnen. Aber manchmal muss auch die Konsole abstürzen, damit Philipp nicht verlieren muss. So. Egal, wie dem auch sei. Die Dreamcast-Götter waren auf meiner Seite. War doch mal ein netter Ausblick, Rückblick zurück in die Dreamcast. Vielleicht zocken wir demnächst was anderes auf Dreamcast noch. Wenn wir was Nettes finden, auf jeden Fall. Dieses Dragon Blood wäre vielleicht was. Dragon Blood. Ich weiß ja nicht, was es ist. Das hatte ich damals mal geholt. Ich weiß nicht, was es ist. Aber das werden wir mehr zu sehen. Bis dahin alles Gute. Danke fürs Zugucken. 2 Folgen lang haben wir Kämpfer gebaut, die wir in den letzten beiden Folgen gar nicht mehr benutzt haben. So sind wir. So sind wir. Immerhin schauen wir nach auf den Lippen. Tschüss. Bis dann.